Here we go, Eligella. Auch bei Unleashed, denkt dran, 20% mit dem Code FLUE20. Yo guys, Florian Peters hier, mit dabei Luke und Toni und der geile neue GoPro-Angle. Mal schauen, was der heute so bieten kann, wie die Aufnahmen da so werden. Nicht mehr Chesty. Denkt dran, wir brauchen nur 50 Abos bis zu den 1000. Wenn ihr gute Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Dann haben wir vielleicht eine kleine Inspiration, was wir noch so machen können. Abonniert die Glocke. Let's go. Mal wieder papa-mäßige TikTok-Tänze zum Aufwärmen ausgepackt. Folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram, Florian Peters. Ich blende jetzt hier nochmal ein. Auch auf TikTok heiße ich genauso. Vielleicht, wenn ihr öfters mal solche Tänze sehen wollt, abonniert einfach den Kanal. Schreib mal ein paar Tanzideen in den Kommis. Ich fand es auf jeden Fall mal mega lustig, weil es das erste Mal, dass ich irgendwie so einen TikTok-Tanz gemacht habe. Jetzt die Steeps, Toni und Luke, kommen mal jetzt. Schalt mal drauf von außen. Toni mal wieder viel zu langsam unterwegs. Schreibt auf jeden Fall gerne mal auch in die Kommentare, was ihr halt zu dieser GoPro-Perspektive sagt. Ich finde die eigentlich echt cool. Der Trail macht übel Bock. Aber einziges Struggle, mein Profil. Handstampf. Beste. Guck dich an. Boomerang. Was? Was ist das? Lieber Fahrrad Eberhard. Beste Leute, ne? Kann euch alles kaufen. Grüße an Sven. Oh. Toni schiebt jetzt hoch. Ich film dich nochmal. Und bewertet mal, wie geil das Bike aussieht und was machst du hier. Genau. Deswegen kauft euch keine E-Bikes, sondern Trackslash. Fahrrad Eberhard, checkt's aus. Nice. Seid ihr bereit? Flori, lass mich doch meine Ruhe, mein Riegel essen. Gut, let's go. Piwi. Wir lassen uns hier unsere Riegel schmecken. Beste. Aber wie geil ist bitte der Trail? Also, wenn wir den richtig fertig haben, dann wird er einfach zu geil. Dann kann man den vielleicht auch mal mit dem Downhill fahren. Falls ihr euch wundert, warum ich das Downhill noch nicht gefahren bin, das liegt daran, dass ich noch kein Pullface habe und ich will ungern das Downhill mit einer Halbschale fahren. Deswegen, aber es kommt noch. Es kommt noch genug dieses Jahr. Ah, schaut es euch an, wie geil. Auch über diese Wellen. Und dann wird das immer noch ausgefahrener, umso öfter man das fährt. Richtig cool. So, wir stehen jetzt hier vorm Steep Part. Es ist alles komplett gefroren, aber es macht trotzdem mega Spaß zu fahren. Und hier überall waren einfach die Wildschweine. Die sind ja einfach richtig rumgerannt und haben alles zerwühlt. Sieht man auch dort unten irgendwo nochmal. So, Lookfilm von unten. Hier in den Conditions zu fahren, ist halt immer eine Herausforderung. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, geht bei dem Wetter fahren. Oder was sagt ihr? Bei jedem Wetter fahren. Bei jedem Wetter. Bei jedem Wetter. Nicht nur guter Wetterfahrer sein, ne? Bam. So, Luke muss jetzt leider los. Und ich mache euch jetzt nochmal einen kurzen POV-Clip auf der Steepline. Alles gefroren, ey. Jo, wir sind jetzt Siebteil gefahren. Luke muss jetzt leider los, ich hatte es oben gesagt. Ich fahre jetzt noch mal kurz hinterm Luke hinterher. Hier die Raceline mit den paar Sprüngen und dem gefrorenen Boden. Wir wollen die 1000 Abos noch knacken. Wir brauchen nur noch 50 Follower.
abonniert die Glocke und abonniert diesen Kanal. Auf dem gefrorenen Boden, ultra sketch. Boah, man hört so richtig knistern. Boah, Alter, Vorderrad einfach weggezogen. Ich rutsch gerade einfach runter, weil der Helm von oben drückt wegen der Kamera. Alter, look, was machst du? Da war ich übel zu rough. Da hätte mich schon ein paar Mal fast richtig hart hingelegt. Der Helm rutscht die ganze Zeit runter und drückt die Brille runter. Boah. Die schönen crispy ruts. Komm, gib Gummi. Kette. Da wird schon aufpassen, ne? Wegen Ästen. Boah, Alter. Wahnsinn, nein. Schaut nächstes Mal auch wieder vorbei. Denkt dran, jeden Donnerstag und Sonntag kommt eine Funktion. Wenn es wieder heißt. TikTok Dances.